Ja, hallo zusammen und da sind wir auch schon wieder bei Borderlands 2. Immer noch in diesem Hallo. schönen, vereisten Gebiet. Ja, und natürlich immer noch nicht alleine. Das hier ist ja schließlich ein Let's Play Together. Together. Und wir hauen weiter primatenartigen Eisaffen in den Hintern. Ja. Wenn sie denn mal kommen würden. Hier war noch eben noch einer. Der ist jetzt irgendwie da, also. Hier ist der Super Badass. Oder einer der Super Ja. Badass. Okay. Ich hatte echt eine Erinnerung, dass hier noch ein zweiter ist. Das kann sein, dass später die beiden kommen, weil da vorne ist ja auch nochmal ein Gebiet und dort haben, glaube ich, sehr viele Gegner gespawnt. Das ist gut möglich. Oder ich irre mich. Soll ja auch Das manchmal könnte auch vorkommen. sein. Selten, aber es könnte auch vorkommen, ja. Also ich habe Geschichten gehört, dass das vorgekommen sein soll. Persönlich ist mir noch nicht passiert, aber... Also hier ist schon mal einer. Ja, ich sehe auch noch den Der mich zweiten. glatt mal runtergekickt hat. Au. Tja, das wird jetzt schwer, dass ich das schaffe. Na, es müsste klappen. Wenn ich einmal am Boden liege, stehen die so schön vor mir und bleiben ganz ruhig und machen nicht viel. Kriege ich dann sogar aus der Hüfte raus noch Headshots hin. Nicht schlecht. Hat halt seine Vorteile, dass wir so ein bisschen überlevelt sind. So, wunderbar. Obwohl die Super Badass dennoch schon ganz schön nicht ohne sind. Also zumindest bei mir tun die ganz schön Kugeln fressen. Ja, also Munition fressen auf jeden Fall und auch ordentlich Schaden anrichten. Muss schon aufpassen, hab schon noch 70 Schuss für die Sniper übrig. Und das wohl bemerkt, obwohl ich ja das voll aufgewertet habe und noch ein Artefakt habe, was die Munition erhöht. Was ich auch sehr schön finde, dass das Spiel eine relativ gute Balance gefunden hat hier, weil nämlich je mehr Spieler mitspielen, desto schwerer wird das nämlich. Aber gleichzeitig natürlich werden die Belohnungen auch besser. Eben. Und man macht es ja eigentlich quasi nur für die Drops. Den Loot. So, wir haben dann hier alles, ne? Ja, genau, wir können jetzt hier runterspringen. Geronimo! Es gibt keinen Fallschaden, wir können springen, so viel wir wollen. Was mir auffällt, wenn wir im vorgehenden Spiellauf die Teile der Karte schon aufgedeckt haben, dann sind die hier auch schon aufgedeckt und wir müssen sie nicht. Der, ich glaube auch so die Badass-Dinger, weiß ich gar nicht, ob sich das speichert, die sowas wie die diese Fernrohre, die man hier finden kann. Aber die hier aufdecken, also die Gebiete, die man aufgedeckt hat, bleiben auf jeden Fall erhalten. Nicht schlecht. Ich glaube die Teleskope nicht, da hatte ich gerade jedenfalls erst eins von vier angeblich. Ja, okay. Und hier bin ich dann im New Game Plus bei meiner Necromancerin das erste Mal richtig viel gestorben. Direkt bei dem Gegner, der jetzt schon kommt, oder allgemein in dem Gebiet? Hier halt kommt ja nicht nur ein Gegner, es sind ja doch mehrere. Ja, aber ich meine. Ich hatte halt keine Säurewaffe, deswegen haben mir diese gepanzerten extrem Probleme bereitet. Ah, okay. Hm.
sind schon nicht ohne. Jo. Und da kommen ja hier ziemlich gewaltige Mengen. Auch an gepanzerten? Ja, gepanzerte geht. So sind halt zum Teil der Gegner, die hier spawnen. Es kommen einfach viele Gegner. Und vor allem zum Teil auch Variationen, die man halt im ersten Durchlauf nicht hatte, die deutlich unangenehmer sind. Also es gibt zum Beispiel, zwar jetzt noch nicht, aber später von diesen Nomaden-Banditen gibt es noch welche, die dann jetzt plötzlich mit ziemlich heftigen Granatenwerfern um sich schießen. Oh, okay. Oder Raketenwerfern. Die mich selbst im relativ überlevelten Zustand noch ganz ordentlich von den Beinen holen. Also so zwei Treffer und dann liege ich. Jetzt noch ein bisschen mehr Sicht auf Gegner hätte, könnte schon viel mehr helfen. Hm. Oh, und Iridium. Also kann man sich wirklich nicht beschweren. Ne, ich hatte auch eben gerade schon wieder ein Stückchen gefunden. Eben gerade. Sehr schön. So, ah, da hinten sind sie. So, wer schießt da noch auf uns? Ah, ich hab ihn. Ja, perfekt. Wir können noch einen kleinen Abstecher aufs Boot machen. Ich muss kurz einen Schnitt setzen, es klingelt. Bis gleich. Hallo. So, und es geht weiter. Okay. So, jetzt ist halt die Frage, ob wir noch auf das Boot wollen. Natürlich. Na dann. Optionales Nebenzeug wird alles mitgemacht. Ist übrigens eine Waffenkiste. Ups, nein, 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 nein. Sehr gut. So, na. Ach, oh, Gott sei Dank. Keine Sorge, es hat keiner gesehen. Ich hab eine Abkürzung genommen. Es sah jetzt vielleicht so aus, als wäre eine ungeschickt gewesen, aber das war Absicht. Also ich sehe noch einen roten Fleck auf der Karte, jetzt sehe ich auch den Gegner. So. Na toll. Jetzt hängen die da irgendwo hinter den Texturen fest und ich kann es nicht wirklich treffen. Besser so? Ja. Wunderbar. Ja, also unsere Arbeitsteilung funktioniert ganz gut. Er steht vorne und saugt den Schaden ein. Und ich bleib hinten stehen und verteile Headshots. So gut wie denn möglich. Wobei das später bei Bosskämpfen nicht ganz so gut funktioniert, deswegen habe ich halt auch noch die SMG. Damit kann ich dann nochmal auf kurze Distanzen ran. Der hat sogar eine E-Tech-Waffe. Ja, die lassen die dann nur so selten fallen, ist das Problem. So. Das hier ist auch ein neuer Gegnertyp. Welchen meinst du? Den Crave Ranger? Okay. Gut, ich weiß nicht, wie er bei dir heißt.
Geld. Na, kommst du? So. Manchmal wollen die Leiter nicht so richtig. Gegner könnten mal stillhalten, dann wären sie viel leichter zu töten. Jetzt dürfte der doch ganz leicht für dich zu treffen sein, so wie er in der Luft steht. Oder auch ja, nicht. Bei mir steht er nicht in der Luft. Ja, dadurch, dass ich den Host mache, kann es passieren, dass bei dir manchmal die Sachen halt etwas anders sind, als eigentlich richtig wäre. Ruhe. Wir haben zwar beide eine gute Internetleitung, aber es wäre noch ausbaufähig. Ja, statt den 16.000, 50.000 dann, ne? Oder direkt Unternehmensstärke. Ja. Obwohl ich nicht direkt weiß, was ist Unternehmensstärke? Stärker als 50.000, soweit ich weiß. Aber es gibt doch schon, also so für privat 100k-Leitung. Vermutlich. Also das letzte Mal, als ich mich umgesehen habe, ob man vielleicht mal den Provider wechseln sollte, gab es noch bestenfalls, ich glaube, 50k war das Beste. Ja, okay. Aber das ist natürlich auch ständig im Wechsel. Ja. Das, was wir heutzutage als super schnelles Internet sehen, werden in 10 Jahren auch noch drüber lachen. Ganz zu den Anfangszeiten habe ich noch mit Modem, also per Dial-Up quasi im Internet verbracht. Kenn ich dieses schöne noch. Alte Einwahlgeräusch, dieses kratzige Dubstep-ähnliche Zeug. Dürfen ja manche gar nicht mal gucken, da hat es ungefähr eine halbe Stunde gedauert, ehe StudiVZ geladen hat. StudiVZ, das ist doch auch, wer das noch kennt. Aus einem Land auch vor unserer Zeit. Ne? Ah ja, definitiv. Also, Facebook hat ja dann so einen Siegeszug angetreten. Ich meine, von Facebook kann man halten, was man will, aber es ist halt die Plattform geworden. Ja, es ist halt das. Da könnten sowas wie die NSA wirklich mal lernen. Man muss die Leute nicht ausspionieren, die sind freiwillig bereit, das zu sagen. Ja, aber manche übertreiben es ja auch, also. Ja, es ist Bin mir gerade an der Tanke um die Ecke eine Cola holen. Yes, das wollte ich wissen. Danke. Also das finde ich ja nur langweilig. Was ich wirklich schlimm finde, sind so Leute, die an einem Unfallort stehen. So neben irgendwie einem gerade halbwegs brennenden Auto Foto machen, auf Facebook posten und fragen, sollte ich vielleicht mal jemanden rufen? Ja, ich finde das dann witzig. So, bin jetzt abends alleine zu Hause und ein Einbrecher gefällt das. Ja. Auch herrlich, irgendwie gerade ein Kind zur Welt gebracht und das erste Facebook-Status-Update. Bin jetzt Mutter geworden. Und danach mal gucken, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Oh Mann. Alles schon passiert. Ja. Oh, Eritium. Da kommen wir. Yes. So. Für die, die es nicht mitbekommen haben, wir sind hier, um einen bestimmten Gegner zu suchen. Eine Mischung aus Bullymong und Midget. Also Bullymong und Zwerg. Ich weiß nicht, wurden die als Zwerg übersetzt? Ja. Also bei mir in der Missionsbeschreibung steht Zwerg. Das sind diese kleinen Dinger mit den großen Köpfen, die schrille Stimmen haben und die wir gerne mal töten. Hier hagelt es gerne mal viel Gegner. Wann hat das Gebiet irgendwie den Nachteil, wenn du am einen Ende angelangt bist, hast du jetzt am Anfang schon wieder die Gegner respawnen. Wo ist denn hier der eine? Aha. Da ist der.
Also hier hinten wäre noch eine Waffenkiste. Na, aber auch nichts Gutes drin, ne? Nee, nee. Ja, dann nehme ich das einfach mal mit zum Verkaufen. Ja, also die ist wieder eine barrenähnliche Metallkram. Ich weiß nicht, ist ja kein Metall, sondern irgendein Element jedenfalls. Das ist Iridium. Da freuen wir uns immer, wenn wir es finden. Genau. Weil dafür kauft man sich die speziellen Charakter-Upgrades. So. Doch, dazu später mehr. Ja, da kommen wir noch zu. Ja, genau. Müssen wir schon hoch. Ja, ich glaube, sonst haben wir hier so ziemlich alles platt. Nur noch mal kurz. Ja. So, dann an die Tür. Löse ich mal aus. Two deadly creatures cooperating to survive this harsh environment. Also, the midget looks like a little human backpack, and that's funny. So. Der Kampf kann auch schwerer sein als das, wenn man nicht ganz so überlevelt ist. Was most helpful to my studies on Bullymong social structures. Return to the bounty board at your earliest convenience. So, oben drin müsste jetzt noch irgendwie eine Truhe sein, ne? Genau, und dürfte noch ein Super Badass auftauchen. Warte, ne? Got your time, boy! Ja. Warning. Wobei die Super Badass Dinger nicht ganz so schlimm sind. Oh, da ist noch einer. Cool. So. Ach, wunderbar. Munition. Ich weiß gar nicht, ob das im Vorgänger auch schon so war, dass du auch an jedem Shop jeden Gegenstand verkaufen konntest. Ja. Oh, oh, guck mal, guck mal, guck mal. Will ich sehen, oder? Ja, schon, doch. Ist nicht ganz so schlimm. Ist nicht für Sirene. Immerhin. Oh, Alter. Das ist ja... Ja, schade, dass das nicht so ganz das ist, was ich eigentlich benutze, aber ich nehme es auf jeden Fall mal. Legendärer Jäger. Bam. Nice. Immerhin nicht für Sirene. Also... Ja. Ja. Also alles bei jedem Shop verkaufen ging auch schon im ersten Teil. Ah, okay. Hast du auch wieder dein Artefakt ausgerüstet? Das für Droprate? Nee. Ah, okay. Ich hab's gar nicht mehr. Ich müsste einen neuen Charakter erstellen und das rübertauschen, wenn ich den das wieder benutzen will. Ich hab's irgendwann mal verkauft. Mehr oder weniger aus Versehen, aber... Ne, ich hab meins ja noch aktiv. Ah. Ja, dann vielen Dank. Ja, falls es gerade nicht ganz so eindeutig ersichtlich war, diese orangenen Sachen sind legendäre Gegenstände. Das sind die quasi höchste Seltenheitsstufe im Spiel. Jo. Also ich glaube, wenn wir auf New Game Plus Plus gibt's nochmal bessere. Was dann diese hellblauen sind, oder? Ja. Die, wie hießen die? Pearlescent, glaube ich, war der Ausdruck. Ja, okay. Also immerhin 3 von 4 von den Fernrohren habe ich gefunden. Teleskopen. Hier in dem Gebiet? Ja. Also eins hier, eins am Anfang, eins war irgendwie hinten auf den Schiffen. Aber wo das 4. ist, habe ich nicht was gefunden. Wir haben auch irgendein Achievement bekommen für den Kill auf dieses auf den Bully Midget. Bully Midge. Ja, okay. Ich weiß nur nicht wofür. Irgendwie Bully Midge hat keine Freunde oder so. Vielleicht weil wir ihn getötet haben, nachdem wir alle anderen getötet haben oder so. Das kann sein. Ich weiß, beim ersten Mal haben wir den ja ausgelöst und es waren noch eine Menge Banditen drumherum. Ja, da haben wir ihn auch schnell aus den Augen verloren. Ja, aber dafür hat er am Ende dann auch ein Auge verloren. Oder zwei.
So, das war aber auch alles hier, ne? Ja, also nichts, dass mir noch was einfällt. Dann. Machen wir uns auf den Rückweg, ne? Ja. Ping doch gerade in der Gegend. Was? So, jetzt hab ich mich schon weit. Wäre fast wieder ins Wasser gefallen. Hätte keiner gesehen. Aber nur fast. Warte mal kurz, bevor du darüber gehst. Ja. Ja, genau. Gibt's nämlich auch Badass Rang. Wofür? Einfach mir nachmachen. So, über die Kette laufen. Ja. So, ich habe keinen bekommen. Ja, oh, okay. Bei mir gab es einen, ich glaube, schwindelfrei hieß der. Okay. Na, vielleicht bin ich zu weit gesprungen oder so. Hat sich ja schon mal gelohnt. Jo, ich beschwere mich nicht. Ich bin nicht immerhin auch mal legendär. Welcome to my humble shop. Dein Klassenmod kam noch aus dem Piraten-DLC, ne? Genau, da haben wir es ja gefunden, nachdem wir dort den Endgegner besiegt haben. Gut, gut. Ich würde sagen, wir machen hier aber nochmal kurz einen Schnitt. Alles klar. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder.